back from the dead. Hey Leute, willkommen zurück bei Doom. Wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind kurz davor, Olivia Pierce zu killen. Wir müssen nur noch den Weg zu ihr finden. Okay, wir haben hier irgendwas aktiviert, womit wir jetzt hier raus können. Okay, vielleicht eins von den Dingern. Ja, auf diesen Plattformen wahrscheinlich müssen wir drauf. Wenn die Plattformen wieder hoch werden, ja, macht Sinn. Ach ja, daneben gesprungen. Aber ich glaube, wir waren auf der richtigen Fährte. Okay, auf ein neues Bild für den, ja. Okay. Wir haben es aber diesmal überlebt, alles klar. Wer schießt da sonst? Oh nein, Selbstmord. Das war knapp. Schutzschildtyp wieder. Okay, cool, hier durch. Oh!
glaube, das hat sich auf der Treppe weggerannt. Ja. Oh. Okay, und hier reisen wir wieder durch. Ne, reisen wir nicht. Da müssen wir. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht, was mir versprochen wurde. Willkommen bei der DLC. Wir öffnen mit dem Schlüssel der Zukunft die Tore der Hölle. Rüstung, Energie. Munition. Okay. Das ist nicht das Ende. Oh, da ist er. Okay, das war mit dem Argentar. Okay, wir sind jetzt in der Höllendimension. Den Weg zurückfinden. Okay.
Er ist hier. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Wieder eine neue Waffe. Sehr effektiv. Aber wenig Munition. Ach, wieder einer von denen. Zwei sogar. Thank you.
Schädel. Ah, okay, mit den Schädeln sind wahrscheinlich die Schlüssel. Das weniger Schaden durch eigene Waffe. Okay, den Scanner ein bisschen ausgebaut. Immer wieder eine Rune. Da geht es wahrscheinlich weiter. Okay, nehmen wir mal die Rune aus. Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht. Als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht, die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter, und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Okay, der Schicksalsschlechter. Nein, das war's. Okay, ich glaube, wir machen hier einen Cut. Probieren es beim nächsten Mal nochmal. Okay, wenn es euch gefallen hat, like, subscribe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.